Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich zeige euch heute mal das Aeris Premium. Das ist nämlich ein Anbau für das Westfield Pluto 2.0. Das haben wir ja vor kurzem bekommen. Wenn ihr das Video dazu sehen wollt, ich verlinke euch das gerne nochmal hier oben. Und heute bauen wir das Aeris Premium an. Und warum wir das machen und weshalb, das erkläre ich euch gleich. Wenn es euch interessiert, bleibt gern dran. Ja, und zwar sind meine Kinder ja in dem Alter, wo sie mittlerweile nicht mehr gerne im Wohnwagen mit uns schlafen. Die sind 13 und 15 Jahre alt, die würden gerne oder schlafen gerne draußen im Zelt. Und an Ostern und im Herbst ist es dafür teilweise noch sehr kalt. Unser Ältester hat letztes Jahr an Ostern bei minus 3 Grad gezeltet. Das war nicht so sehr angenehm. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, das Aeris Premium zu nehmen und an das normale Vorzelt dran zu bauen, als sogenanntes Schlafzelt, nenne ich es mal. Da wir aber unser Vorzelt auch beheizen möchten, haben wir automatisch auch den Anbau beheizt und wir können auch bei kühleren Temperaturen die Kinder drin liegen. Das ist schon mal der erste Vorteil. Das Aeris Premium könnt ihr auch dafür nutzen, eine Küche reinzubauen oder als Abstellplatz für die Fahrräder und. Da gibt es nämlich verschiedene Versionen. Für uns ist es natürlich ein Schlafzelt. Wichtig ist für euch, es heißt Aeris Premium, weil es die neue Version ist für das Pluto 2.0, für die neue Version ab Modelljahr 2024. Das passt dann farblich. Weil, solltet ihr noch die alte Version haben, an die Pluto-Zelte und an verschiedene andere geht das nämlich dran, dann passt es das normale Aeris noch farblich an die alten Modelle. Das ist nur der Unterschied zwischen dem Premium und dem normalen Aeris. Es ist im Prinzip baugleich. Und ansonsten fangen wir mal an, packen wir die Tasche aus. Übrigens, die Tasche wiegt noch mal 8 Kilo, also hält sich alles in Grenzen. Weil wenn ich die Kinder ihr normales Zelt mitnehme und sowas, wiegt das ja auch ein bisschen was. Wir packen es mal aus, was alles drin ist und dann bauen wir es einfach mal auf. Ja, in der Tasche ist natürlich der eigentliche Anbau drin, welch Wunder, und eine schöne Beschreibung. Da ist es wirklich gut erklärt, wie das aufgebaut wird, aber das zeige ich euch natürlich auch gleich. Es ist eine kleine Tasche mit Heringen, Abspannmaterial dabei, sehen wir auch gleich. Und es sind 3 Stangen dabei fürs Dach, weil ohne das steht es nicht. Es ist aber eigentlich ein Luftanbau, das sehen wir gleich, aber 3 Stangen brauche ich dennoch. Aber das sehen wir gleich, wenn wir es aufbauen. Ja, als erstes mache ich mal eine Seitenwand raus. Übrigens ist es egal, ich kann es links oder rechts anbauen. Wo ich gerade Platz habe, ist völlig egal. Die Seitenwand mache ich raus, aber ich lasse mal noch liegen. Warum ich hier liegen lasse, das seht ihr gleich auch noch. Ja, als allererstes, welch Wunder. Hier ist natürlich auch ein Reißverschluss dran. Ziehen wir es anstelle der Seitenwand hier rein, dass wir es dann quasi mit Luft befüllen können. Das machen wir jetzt zuerst. Ja, haben wir mit dem Reißverschluss schon mal eingezogen. Das war nämlich relativ einfach. Ganz kurz zur Größe, vielleicht für manche noch interessant. Es ist ungefähr 1,80 tief und 2,10 Meter breit. Also bietet schon einen ordentlichen Zusatzraum, definitiv. Ja, ihr habt hier eure Pumpe von dem Pluto-Vorzelt ganz normal. Die habt ihr ja ohnehin, deswegen ist hier natürlich keine extra Pumpe dabei. Der Anschluss ist allerdings der gleiche. Ihr macht den erst auf, steckt hier rein. Und auch dieser Anbau wird auf 7 PSI aufgepumpt, wie ihr es vom normalen Vorzelt gewohnt seid. Ja, und der Tobi will auch mal wieder pumpen und dann lassen wir ihn das doch mal gerne machen. So, ihr seht die Luft, das war der äußere Ring. Und jetzt wisst ihr auch, für was die Stangen sind, dass wir einfach die Verbindung zum Zelt herstellen, um einfach Spannung drauf zu bekommen. Jetzt sieht man aber schon mal, wie es wieder aussehen soll. So, jetzt kommen wir dazu. Wir haben 3 von diesen Stangen. Ich lege mal 2 beiseite. Die sind ineinander auch verbunden. Die werden hier zusammengesteckt. Wir haben hier einen ganz normalen Mechanismus, teleskopierbar, wie man es so kennt. Und wir fangen jetzt mit der Mittelstange an. Wir haben hier oben eine Lasche drin. Da kommt das Ganze rein. Und das Ganze haben wir natürlich auch auf der Seite. Und dann wird das alles gespannt und einmal festgezurrt, damit ich hier so eine kleine Spannung reinbekomme, weil ich habe ja hier ein Dach, was am Schluss auch Regen abhalten soll und so weiter. Es soll ja die Wohnraumerweiterung sein, deswegen brauche ich hier eine Spannung. Es ist kein abfallendes Dach. Wie gesagt, ich habe eine Wohnraumerweiterung und das ist der große Vorteil. Und ihr seht hier, wir machen jetzt noch die 2 anderen Spannstangen gleich rein. Dann steht es richtig, das ist keine Frage. Und ihr seht hier noch von meinem Gesicht so ein Gurt rumbaumeln.
Und da habe ich hier oben das Gegenstück. Das hänge ich hier ein und ziehe es auf Spannung, damit ich einfach hier ein schönes Gefälle hinbekomme, damit mir da kein Wassersack entstehen kann bei einem stärkeren Regen. Da wurde also auch entsprechend mitgedacht. Das finde ich auch schon mal sehr, sehr gut. Ja, jetzt haben wir gerade mal den Zusatzsack aufgemacht, was alles noch drin ist. Wir haben, wer das normale Aufbauvideo von Pluto 2.0 gesehen hat, kennt die Elemente, die hier drin sind. Ich möchte es aber für diejenigen, die es nicht gesehen haben, nochmal erläutern. Ihr habt einmal so ein Gurt dabei. Wenn ihr mal die Hinterwand rausnehmen möchtet, die geht nämlich komplett raus, dann könnt ihr hier mit den Gurten, hier unten sind so Anschlüsse innen drin, dass das nicht zu weit ist, zu breit ist, könnt ihr den hier einbauen, der ist optional dabei. Dann habt ihr wieder die ganz normalen Kunststoffheringe dabei und zweimal Sturmbänder, einmal Zugentlastung, einmal Sturmband. Ich will es euch mal kurz erklären. Ja, Sturmbänder, wie gesagt, sind zwei dabei, eins hier Seite, ihr habt aber zwei Möglichkeiten pro Seite. Ihr habt hier diese Ösen dranhängen, da könnt ihr die Zugentlastung reinmachen, damit es nicht immer direkt aufs Zelt geht. Das Ganze habt ihr hier unten nochmal. Und das Sturmband könnt ihr auch dabei lassen. Ihr könnt das nämlich dann nachher schön hier verstauen. Da kann das hier dabei bleiben. Da braucht ihr es nicht extra eine Sacks reinzupacken. Das finde ich auch eine super Sache. Und wo der Luftanschluss war, habt ihr auch so einen schönen Deckel für drüber, dass man den einfach nicht sieht. Das sieht einfach ein bisschen eleganter aus und wirkt ein bisschen besser. Wie gesagt, Heringe macht ihr mal zwei, drei rein, damit es ein bisschen stabiler steht. Aber wie das abgespannt wird, das wisst ihr ja. Das brauche ich natürlich nicht zu erzählen. Und jetzt gehen wir nochmal rein, da zeige ich noch eine Besonderheit. Ja, wir haben mal die Verdunklung komplett aufgemacht. Ihr seht schon gleich, das ist ein ganz anderes Raumgefühl. Das ist nämlich wichtig, weil unsere Jungs wollen es ja als Schlafkabine. Also wichtig ist, dass es dann abends dunkel gemacht werden kann. Das ist keine Frage. Aber ich kann auch hier komplett aufmachen, dass ich auch mal Luft reinlassen kann. Kann hier aufmachen komplett, sogar als Tür nutzen. Also wenn jemand das als Fahrradgarage nutzt, will man es ja nicht durchs Vorzelt die Fahrräder reinfahren, sondern man kann es dann schön von hier aus reinfahren. Das wäre eine Option. Hier habe ich so ein Meshgewebe, da kann ich außen die Folie hochrollen. Habe dann hier geschlossen, auch für Mücken, aber ich lasse Luft rein. Und dasselbe auch auf der Seite, da kann ich auch komplett aufmachen und habe komplett offen. Das heißt, das kann ich gestalten, wie ich möchte. Ich bin da sehr flexibel. Also ich kann es vielfältig nutzen und das finde ich auch ganz gut an diesem Aeris Premium Anbau. Und jetzt zeige ich euch noch was, was auch besonders ist, damit es die Kinder auch wirklich sehr gut als Schlafkabine nutzen können. Los geht's! Ja, das Schöne ist natürlich, ich kann hier, weil hier ein Reißverschluss noch mit integriert ist in dem Anbau, kann ich die Seitenwand hier wieder reinmachen. Für die Kinder ganz gut als Schlafkabine, haben sie wirklich ihren eigenen Bereich. Oder wenn ich hier Fahrräder drin stehen habe oder sonst irgendwas, und es sieht vielleicht nicht so ordentlich aus, wenn ich abends im Vorzelt sitze, kann ich ganz normal die Seitenwand schließen und habe mein ganz normales Vorzelt und sehe nicht den Anbau als Schlafkabine natürlich ideal, weil die Kinder einen abgeschlossenen Bereich haben. Ja, jetzt haben wir die Seitenwand komplett drin. Wie gesagt, abends kann man das auch hoch machen. Ich habe es jetzt hier halb hoch gemacht. Das seht ihr ja, da könnt ihr variabel sein, das ist kein Thema. Gerade als Schlafkabine ist es nahezu für unsere Kinder jetzt ideal. Wir werden jetzt mal Praxiserfahrung damit sammeln. Und das Video habe ich gemacht, um überhaupt euch mal die Information zu geben, dass es sowas überhaupt gibt. Ich weiß nicht, ob das bekannt war. Das dürft ihr aber gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren, ob ihr das gekannt habt. Für mich war es auch am Anfang neu. Und ich finde es wirklich einen tollen Ersatz, wenn ich eh das Vorzelt habe, als Beistellzelt für die Kinder. Kann ich hier den Anbau dran machen? Ist es vom Zeitaufwand her nicht mehr Aufwand wie ein normales Beistellzelt? Hab's aber hier integriert, kann es auch mit heizen. Und kann sowohl hier am Heck jetzt bei uns oder auch vorne dran machen, wo ich gerade die Platzverhältnisse habe, kann ich es gerade anbauen. Und das finde ich schon wirklich sehr, sehr praktisch. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir doch mal, habt ihr es gekannt? Wie findet ihr es? Oder habt ihr Fragen? Die dürft ihr natürlich auch gerne stellen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da fürs Video. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.